Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde des guten Geschmacks und herzlich willkommen zurück auf der Martyr im Ethan System. Fleischgewordener Wahnsinn heißt die nächste Mission und dafür bekommen wir, oder was ist denn eigentlich diese 50 da? Ist das, die sind glaube ich die Anforderungen, die man erfüllen muss oder so, kann das sein? Ich bin mir nicht ganz sicher. Wir haben noch eine Belohnung ausstehend. Ja. Aha. Geschenke vom Imperator, die nehmen wir natürlich demütig an. 100 Experience Bonus for the next 5 Missions. Hervorragend. Das ist richtig cool. Ich habe den Kontrollraum erreicht, doch nun muss ich den bevorstehenden Angriff der wilden Ketzer und ihrer Champions überleben. Ich muss den Kontrollraum verteidigen, bis wir den Teleporter-Störsender deaktiviert haben. Ja, ich kenne die Mission ja noch aus dem ersten Teil dieses Let's Plays, wo ich noch einen Crusader gespielt habe. Bin aber deutlich glücklicher mit dem Psyker hier. Der macht mir richtig viel Spaß, muss ich sagen. Und ich bin schon gespannt, wie wir den skillen und modifizieren können. Dann ab der nächsten Mission quasi, ne? Also wir müssen mit dieser Mission dann die Brücke unseres Schiffs freigeschaltet haben. So, ich sitze hier oberkörperfrei und habe mir, um die Hitze hier so ein bisschen besser bewältigen zu können, mir ein eiskaltes Kristallweizen eingegossen. Prost. Okay. Oh, köstlich. So, los geht's. Haben wir. Yep. Den richtigen Stab haben wir ausgewählt. Wer ist piepsen? Das sind Kameraden hier. Welcome to the Martyr, Inquisitor. Not exactly the army I imagined, but reinforcements at last. So you do realize now that I don't belong to your expedition? I do, and I regret the confusion. We were not expecting any guests on this emperor-forsaken wreck. And first I thought that you must belong to Klosterheim's retinue. That fool brought a whole army of busybodies and interrogators with him. You must tell me everything about this man, his expedition, and the Martyr. But first, I'll disable the teleport jammer. The cogitator that overrides the jammer is 2 hallways away, and the whole control deck is swarming with feral tribes. Why do you think I'm stuck in this hole? They're keeping us pinned down in here. Time to turn the tide together, Sergeant. At your command. Let's take a look at this cogitator. Name, Mathe. Zusammenfassung. Nach dem Diagnoseriten und dem Rezitieren der erforderlichen Hymnen zu beschwichtigen seiner Stimmung habe ich zum Maschinengeist gebetet und demütigt nach den Ursachen für die wiederholten Systemausfälle gefragt. Klammern beschädigte Daten. Warum die automatischen Verteidigungssysteme der Martyr den abtrünnigen Händlerkreuzer zerstörte und warum die Martyr Konflikte mit einem nicht feindlichen Schiff einer Erkundungsflotte initiierte, demzufolge wieder beschädigte Daten. Der Maschinengeist der Martyr verweigert die Zusammenarbeit und zitiert den heiligen Befehl 947a, erteilt von unserem spirituellen Führer, dem seligen Ute Tiberius. Addendum, keine rechtskräftigen Direktive existiert unter diesem Namen. Der Maschinengeist behauptet, dass die Martyr einer festgelegten Route zu einem klassifizierten Ort folgen muss und dass der Schutz der Martyr von höchster Priorität ist und dass er seine Rechte zum Überschreiben der automatischen Waffensysteme und des Teleportariums in Zeiten der Not geltend macht. Beurteilung möglicher Warp-Befall des
Maschinengeists das Konklave zur unmittelbaren Systemsäuberung aufrufen. Achtung, Datenbank werden durchsucht. Fehlender Inhalt. Filthy god here to help them out. They're what? We interrogated some of these tribesmen. They are all descendants of the original crew. Anyway, during centuries of drifting through the void, one of their generations forgot about our holy emperor and found new things to worship. And what would this god be? Madness incarnated, they call it. It could be anything, if you ask me, but nothing good. Ja, dieser AE von dem Stab, der ist ziemlich imber. Ja, das ist schon, es ist ein bisschen entspannter, ne, muss ich sagen. Hier, ah ja, da kommt ein, so eine Art Boss. Talking about brothers, which chapter do you belong to? I'm not familiar with this iconography. I am Sergeant Caius Thorm of the Stormwatcher Space Marines. Explain. I don't know that chapter. I would be truly disappointed if you did. Our existence is secret, our numbers are few, and our burden is terrible. We are the Watchers in the Shadows, but rest assured, we are the sanctioned blades of the Calgary Conclave. Doing what, exactly? Dying gloriously during classified inquisitorial missions. Could we talk about this later? Ready to fight! Jetzt aber, ey. Come on.
to stand against me. At your command. You are truly doing the Emperor's work, Inquisitor. Keep it up. We've crushed their main forces. Let's move out and disable that jammer. Before their... what? Their god arrives? Trust me, it is already close. Oh, Christmas. I wonder what it looks like. After we've disabled the jammer, we must find Lord Kloster. Oh, yes. That two-faced hypocrite. I have already lost a battle brother because of him. And then he left me down here to die. But now, move! Ah, ja. Oh, traitorous scum! Mockery to your honor! Perish, you filth! Space Marine. Praise the Emperor. I also have an Imperial Space Marine with grievous wounds, and I want to bring him aboard our ship. Inquisitor, listen to me. The Monastery has turned on the warp drives, and is ready to leave the star system. Disable the jammer now! Disabled the teleport jammer. At least I hope so. Inquisitor, you must teleport back before the ship leaves. We don't know where it's headed, and worse, the jelly shields are probably compromised. Warp travel will kill you. Hurry up, you don't want to get stranded over there. Da sind wir ja wirklich einfach durchspaziert, kann man so sagen. Das ist wirklich eine starke Klasse. Das Gefühl ein bisschen stärker als noch zur Beta. Inquisitor, are you all right? I'm fine, Captain. I'm back on your ship, leaving the teleportarium as we speak. I need medical assistance down here for the Space Marine. What's happening to the Martyr? It's preparing to enter the warp. I thought it was a derelict. It is a derelict, Captain, which seems to attract the attention of both our allies and enemies. The Martyr is a mystery, but it's very much alive. And your mystery ship is gone. What happens now? I will notify the Caligari Conclave. Then we will wait and see. Dann bin ich jetzt mal gespannt, ob da irgendwelche Veränderungen am Skillbaum und so weiter irgendwie passiert sind seit der Beta. Ich vermute mal aber nicht, obwohl die Talente, die ich jetzt hier am Anfang hatte, ja andere waren als die Talente noch in der Beta bei dem Psyker. So, wir öffnen das mal. Wert, okay. Inquisitor, my astropath has sent your audio log to the Caligari Conclave, as you requested. Let me guess. Another local warp search manifestation swallowed the message whole. No, actually.
We have received an official follow-up on your report. Well, that must be a mistake. It's the Imperial bureaucracy. I wasn't expecting to hear from them for a few standard years. I have no idea what we found out there, but it must be really important. See for yourself. Inquisitor, we are raising your clearance level. You are henceforth authorized to listen to confidential information without facing immediate excommunication. Your discovery has greatly intrigued the Conclave. You have found a ghost of the past, Inquisitor. The martyr had strong ties to the Inquisition, and as such, it is very important to us. We all thought that the Fortress Monastery had been destroyed, with the exception of Lord Inquisitor Klosterheim. He dedicated his life to finding the martyr, only to disappear without a trace. And now, we have proof of both the existence of the martyr and the whereabouts of Lord Klosterheim. We want answers. Continue this investigation. Evaluate the data. Gather new clues and find the martyr. Hopefully with Lord Klosterheim on board so he can explain his disappearance. We must remind you that this investigation requires absolute secrecy, and it will be your task, and your task alone. So, das wird unsere große Mission. Ganz genau. The Space Marine I rescued was part of the expedition that found the martyr somehow. If I can interrogate him, I'm sure he can help us. That man is in stasis at the moment. He was torn into pieces. Correct me if I'm wrong, but a warrior of the Adeptus Astartes is not a simple mortal we can treat. Indeed. We need a tech priest with unique skills and knowledge of the genetic material of the Adeptus Astartes. We need a Magos biologist specialist, which could be difficult. Indeed. I come from a long line of rogue traders, Inquisitor. I know the secrets of this sector, and I can tell you where to find the tech priest you need. The Merciful Agony is a hospital fortress in the Chernobog system. It's also a secret research station of the Adeptus Mechanicus. You'll find a Magus Biologus there. Level up! Stufe 3. Wir können eine Plasmapistole tragen. Das war vorher, glaube ich, in der Beta auch nicht auf Klassen beschränkt. Untersuchung abgeschlossen. Der Käfig, die Hinweise, die ich gefunden habe, deuten darauf hin, dass der Maschinengeist, der Martyr, der die Klosterfestung bewohnt und alle Systeme und Maschinen auf den Decks kontrolliert, wahrscheinlich wahnsinnig geworden ist, möglicherweise während eines Warp-Vorfalls. Und er hat seit langer Zeit paranoide Tendenzen an den Tag gelegt. Er hat die Martyr vollständig abgeriegelt und versucht, sich nähernden Schiffe aus unklaren Gründen zu zerstören, um sich selbst zu schützen. Untersuchung abgeschlossen. Der verlassene Koloss. Ich kann zu diesem Zeitpunkt den Schluss ziehen, dass die verlassene Klosterfestung, von dem das Notfallsignal kam, den Namen Martyr trägt und dass sie den Caligari-Sektor ungefähr vor 5000 Jahren erreicht hat, nach dem imperialen Bürgerkrieg, der auch als großer Bürgerkrieg bezeichnet wird. Ein Inquisitor namens Uther Tiberius hatte das Kommando über die Martyr. Er hatte ein sehr klares Ziel, um hierher zu reisen, und einige der Mitglieder seiner Gefolgschaft hatten Gründe, sich über seine Absichten Sorgen zu machen. Was genau in den folgenden 5000 Jahren passiert ist, ist unklar. Irgendwann muss die Martyr im Warp verschwunden sein, und sie wurde von einer kürzlich auftretenden Warpwelle im System herausgespuckt, bereits befallen von der Galle Nurgels. Nörgels wahrscheinlich, ne? Okay. Abholen. So. Was haben wir hier? Der ist auch neu, der Heini hier. You have called for me, Inquisitor. And I am here to serve. From now on, I will need you on the bridge, Astropath. Connect to your fellow Astropaths in the choir of the Caligari Conclave. And pass me the messages which deal with priority assignments. As you wish, Inquisitor. Aha.
Astropath. Das sieht ein bisschen anders aus, habe ich das Gefühl. Ich glaube, hier war irgendwie so ein Multiplayer-Dingens, oder? Who are you, Thorn? You and your mysterious storm watchers? We will make you whole again. I have questions for you. Wenn er denn dann mal wach ist, wir gucken mal in unser Inventar. Ach, ja, das ist der Buff, den wir vom Imperator bekommen haben. Ein Schwert. Brauchen wir ein Schwert? Ich weiß es nicht. Glaube nicht. Und dann verkaufen wir den Rest. Ich behalte aber mal ein Schwert. 46 Damage. Crit. So. Hier gibt es eine Kraftstange. Was kostet die denn? Oh, die ist gar nicht so teuer. Schaden. Können wir das irgendwie... Ja. Den nehmen wir mal mit. So. Und genauso das hier. Dann haben wir einen neuen Zweihandstab und hier, das ersetzt jetzt unser Kraftfeld. Da bekommen wir jetzt aber einen weiteren Slot für eine unserer eigenen Psi-Kräfte. Ich zeige euch das mal. Na, also Left Trigger ist ja, also das hier ist ja das, wo die Granate dann normalerweise ist. Und da können wir jetzt... Flammengestalt, ja, das ist halt für Nahkämpfer extrem cool. Könnte man doch überlegen, ob man vielleicht einen Nahkampf-Spec hier hat. Bewegungsgeschwindigkeit, okay. Geschmolzener Stahl, Inferno. Leider noch keine Fähigkeit, die irgendwie das sinnvoll macht, hier dieses Ding zu benutzen. Von daher war das jetzt so ein bisschen ein Fehlkauf. Ich werde das Kraftfeld mal wieder da reinsetzen. Das war auch sinnvoll, sinnlos mit dem Schwert. Das lassen wir alles so, wie es ist, Leute. Wir haben im Endeffekt hier
zu wenig Auswahl. Vernichten, Vernichtung, das ist, glaube ich, ein Knockdown, Knockback, um genau zu sein, und ein Knockdown. Aber ich finde so, dass, also so wie die Talente, die jetzt eingestellt sind, muss ich sagen, finde ich eigentlich ziemlich geil. Von daher lassen wir das. Und wir sind auch am Ende dann dieser Folge angekommen. Es hat mich wirklich sehr gefreut, dass du hier bis zum Schluss dabei geblieben bist. Lass mir bitte ein Like da, wenn dir dieses Video zugesagt hat. Und falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Vergiss aber nicht, das Glöckchen zu aktivieren. Dann bekommst du auch mit, wenn ich neue Videos hochladen sollte. Ich bin der Basti, ich bin hier raus und sage ciao, ciao.